Ja, viele haben sich gewünscht, dass ich The Great Escape neu mache, also nochmal neu anfangen letzte Woche. Das ging ja damals nicht, weil mein ach so toller Rechner die Safe Games ja, gelöscht hat und der Rechner komplett am Arsch gegangen ist. Deswegen habe ich gedacht, komm, fängst du mal ganz von neu an, aber besser als jemals zuvor. Denn wir spielen hier die Xbox-Version und ich zocke diese Version auf der Xbox 360 und ihr könnt es auch in 1080p genießen, also in Full HD. Das war ja vorher nicht möglich, aber na, jetzt geht das, schnickschnack, dank der Elgato Game Capture HD. Und ja, viele werden dieses Spiel nicht kennen. Es ist ja, man ist ein Gefangener in einem Gefangenenlager, also ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall müssen wir aus diesem Gefangenenlager ausbrechen und das ist nicht ganz so einfach. Das Spiel ist extrem schwer und ich glaube es. Ich glaube schon. Und vor allen Dingen, man kann in dem Spiel sehr begrenzt speichern. Nur zweimal speichern und dann ist Feierabend für das Leben. Das auch ziemlich mies ist, aber ey. Was soll's. Nein. Musiklautstärke. Dann fangen wir an. Let's go. Und wir sind solche Pussys, wir spielen auf einfach. Pussy. Let's go, Pussy. In den vergangenen 4 Jahren war Deutschland gezwungen, für die Wiederergreifung entflohener Kriegsgefangener enorm viel Zeit und Material aufzuwenden. Das beweist doch wenigstens, dass sie gebraucht werden, nicht wahr? Wir werden das nicht so einfach hinnehmen. Aus diesem Lager wird niemand entkommen. Der Fahneneid verpflichtet einen Offizier, jede Gelegenheit zur Flucht wahrzunehmen. Gelingt ihm das nicht, ist er verpflichtet, sich so zu verhalten, dass zu seiner Bewachung möglichst viele Soldaten aufgeboten werden müssen. In dieser Hinsicht waren ihre Männer ganz besonders erfolgreich. Dieser Mann da, McDonald, wurde in Senua gefangen genommen, geflohen, gefangen. Genommen, geflohen. Oder Flight Lieutenant Sedgwick, 4 Fluchtversuche. Squadron Leader Bartlett, 11 Fluchtversuche. Handley, der Amerikaner, 5. Auf der Fahrt hierher wollte er sogar vom LKW springen. Die Liste ist endlos. Captain Virgil Hills hat 17 Fluchtversuche unternommen und so weiter. Das grenzt an Wahnsinn und muss aufhören. Natürlich, aber erwarten Sie, dass ein Offizier seine Pflicht vergisst? Nein, und weil wir genau das Gegenteil von Ihnen erwarten, haben wir Sie hierher gebracht. Das Lager wurde neu gebaut. Wir haben all diese faulen Eier in einen Korb gelegt und diesen Korb werden wir gut bewachen. Geben Sie Ihre hoffnungslosen Fluchtversuche auf. Wenn Sie mit uns einigermaßen kooperieren, können wir diesen Krieg einigermaßen angenehm überstehen. Tja, die Deutschen glauben an alles gedacht zu haben, was? Alle schwierigen Ausbrecher zusammen in ein Lager zu stecken, muss ihnen als die Lösung des Problems erschienen sein. Oder auch nicht. Wir haben nämlich einen Plan, einen Fluchtplan und eine außergewöhnliche Gruppe, die ihn durchführen wird. Der erste Offizier ist ein Schotte namens McDonald. Ein prima Kerl, RAF-Pilot, ein guter Anführer. Versteht sich prächtig mit den anderen hier. Ich glaube, wir können ihn gut gebrauchen. Besonders wenn man seinen Mut bedenkt, als sein Bomber über Deutschland in Schwierigkeiten geriet.
übrigens, das Spiel ist schon sehr alt, ne? Also meckert jetzt bloß nicht über die Grafik, die Brücke. Oh, ich übernehme die. Die alle abschießen. Boah, das ist so scheiße. Willkommen im Dulag Luft 10, Herr McDonald. Die Regeln hier sind einfach. Es ist verboten, sich nachts außerhalb der Baracken zu befinden. Wer gegen diese Regel verstößt, wird mit Einzelarrest bestraft. Waffenbesitz, Angriffe auf Wachen und Übertreten des Warndrahts sind verboten und werden mit dem Tode bestraft. Jeder Verstoß führt zur Erschießung. Dienstältester britischer Offizier hier ist Group Captain John Rose. Er ist von mir ermächtigt worden, alle relevanten Informationen an Sie weiterzugeben. Das wäre alles. Juhu, und es ist Winter, es ist kalt, boah, 4. Oktober 1904. Okay, McDonald, Dulag Luft X, Norddeutschland. Yeah, go Germany, go Germany. Let's go. Gehen Sie und sprechen Sie mit dem rangältesten Offizier. Mit Beck können Sie Ihr Notizbuch für weitere Informationen einsehen. Beck, Baby. Alles klar. Hallo, ich bin John Rose, dienstältester britischer Offizier. Sie sind bestimmt McDonald. Wo wurden Sie abgeschossen? Wir waren gerade über Berlin. Das Flakfeuer war so dicht, man hätte beinahe drauf laufen können. Wir wurden schwer getroffen. Furchtbares Pech, alter Knabe. Zum Glück haben wir hier eine gute Fluchtorganisation. Also wird Ihr Aufenthalt kurz sein. Das ist für Sie. Eingeschmuggelt aus England in einem Paket. Es ist ein Kompass. Die Nadel zeigt Ihr nächstes Ziel an. Benutzen Sie ihn, um unseren Redelsführer, den Big X, zu finden. Er koordiniert alle Fluchtversuche. Big X hier ist George Alexander in Baracke 2.
Nehmen Sie sich außerhalb der Baracke vor den Wachen in Acht. Oh, diese Dialoge und diese... Wie sie Lippen bewegen, wenn die sprechen. Hallo. Alles klar. Du siehst aber nicht so gut aus. Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes... Also, wir müssen also da und da runterfallen. Was hast du in deiner Hand? Gib bei deinem motherfucking Kaffee, ey. Penner ein. Aha. Boah, wenn ich das sehe, ne? Wird mir echt. Hallo. Ach, da steht er wahrscheinlich schon. Warum sagt er nichts? Ja, will ich. Was muss ich machen? Zuerst müssen wir dir einen Ausweis besorgen. Jimmy wird dir helfen. Vielen Dank. Hat das Spiel gerade einen Hänger gehabt? Die gucken sich so an. Hi. Du hast wunderschöne Augen. Oh, und du hast so schöne Wangenknochen. Hä? Was zum Teufel war das denn schon wieder? Das Spiel ist doch uralt. Komm, wir labern noch nicht. Erst müssen wir dir einen Ausweis besorgen. Jimmy wird dir helfen. Hallo Mac, ich bin Jimmy James, der Fälscher des Lagers. Für die Flucht brauchst du einen deutschen Ausweis. Ich kann dir einen anfertigen, aber ich brauche eine Vorlage von den Crowds, um die Größe des Adlerabzeichens zu überprüfen. Es wäre schön, wenn du mir aus der Wachstube einen besorgen könntest. Na klar, wir sind ja einfach nur hier gefangen, aber... Nö, die Deutschen haben natürlich keine Schusswaffen. Die schießen hier mit Regenbogenfurzen, ne? Oder 14? Ja, ein Furz. Ein Furz, mehrere Fürze? 14, ne? Ja. Oh. Tür zu. Hallo. Dieses Objekt. Wie ein Center. Dilililili. Rein da, Geronimo. Hier ist doch ein Tunnel. Lass wieder raus. Aber ich höre die Leiter hochgehen. Tolle Animationen, ey. Wow. Bin beeindruckt. Gib jetzt nicht auf. Ach, was gebe ich für einen Teller Rindereintopf? Oh, ich bin der Beste, ich bin der Coolste. Also wir müssen auf jeden Fall in diese Richtung. Für mich heißt gucken wir noch das was. Oder gar nicht. Ich stehe zwar gerne im Rampenlicht. Zu viel Licht, zu viel der Ehre. Oh nee, ne? Wir müssen dahin. Auf leicht.
Verdammt. Alter, warum läufst du so motherfucking? Nein, hier ist niemand. Okay. Tschüss. Lauf vor. Müssen wir eigentlich hin? Rein, oder? Die scheiß Tor macht die Ports zu. Hallo? Zeig den Ausweis her. Kleines Adlerabzeichen. Schnell, bring den Ausweis zur Wachstube zurück, bevor man sein Fehlen bemerkt. Bleib dran, Mac. Bitte was? Nein. Das macht man noch. Aber ich mache erstmal kurz ein. Wir speichern jetzt einfach mal. Ich bin so eine Pussy, ich speichere. So. So. Gehst du da rein, mein Freund? Super nice. Und dann renn, lauf, Forest. Oh, da. Es lauf doch. Wo müssen wir denn hin? Hier rein. Gib jetzt nicht auf. Mach die Tür zu. Wie hat man dich gefangen genommen? Ich bin Piotr Krotopkin, der Tunnelbauer. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche eine Schaufel. Die letzte ist kaputt. Die Krauts haben am Tor zwei Schnee geräumt. Probier's da. Ich bin unten im Tunnel, wenn du zurückkommst. Sehr schön, ein neues Ziel. Yay. Und kommen dann hier auch mal zum Ende, Leute. Ich hoffe, Part 1 von diesem Retro-Let's Play, also der Neuauflage von einem alten Let's Play-Projekt, gefallen. Ich würde mich über eure Unterstützung freuen. Lasst doch vielleicht mal den Daumen hoch da. Abonniert mich, es ist kostenlos und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Teil von diesem Retro-Let's Play wieder. Macht's gut, bleibt sauber, tschüss.